Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität zu den VR und AR Weekly News. Ja, diese Woche gibt es natürlich auch wieder einiges. Der größte Hype ist natürlich ganz klar die Valve Index. Jeder redet darüber, alle gucken sich Tracking-Nummern an und weiß der Geier was. Also das ist ganz klar das Thema Nummer 1 natürlich jetzt. Dann gibt es aber noch was. The Climb kommt auf die Oculus Quest. Es gibt ein neues von der OC6 in Kalifornien, die im September stattfindet. Da wird auch ein AAA-Titel vorgestellt. Oh ja, Harry Potter Wizards Unite, die ersten Feedbacks sind da. Und natürlich auch die Vive Cosmos. Da gibt es neue Infos zu. Defector kriegt ein Release und noch ein cooles kleines Spielchen, stelle ich euch auch noch vor. Ja, ich bin der Wut, bei mir gibt es Hardware-Tests, Gameplays und wie ihr seht auch News sowie Events zum Thema VR und AR. Also abonniert mich, drückt die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine offiziellen Patreon-Sponsoren, Wood Ghost VR, Tanky Gamer, Oppermann Events und Peter Wasmeier. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. Bald wird es wohl Informationen geben, wann endlich The Climb auf der Oculus Quest rauskommt. Die Kollegen von Crytek, die ja dafür verantwortlich sind, das umzusetzen, die haben gesagt, dass es sehr, sehr bald Informationen gibt. Ich kann euch jetzt schon sagen, The Climb ist ein richtig cooles Spiel. Die Grafiken und so, das sieht alles total geil aus und das Klettern, das macht auch richtig Spaß. Viele verschiedene Umgebungen und so und teilweise auch heftige Abgründe, über die man da klettern muss. Und da bin ich halt natürlich mal gespannt, wie das auf der Oculus Quest umgesetzt wird, ne? Weil das hat schon krasse Grafik, ne? Also da bin ich mal gespannt, wie abgespeckt das dann sein wird und ob das dann natürlich noch Spaß macht. Ich werde es auf jeden Fall dann für euch natürlich testen, wenn das erscheint. Das Datum der diesjährigen Oculus Connect 6 ist angekündigt worden, und zwar 25. bis 26. September 2019, auch wieder in San Jose in dem McInerney Convention Center. Da war ich ja auch letztes Jahr und das war wirklich cool. Was die da alles auftischen, diese ganze Präsentation, das ist so brutal krass. Also ich wünschte, jeder von euch könnte da mal teilnehmen. Das ist wirklich vom Allerfeinsten, was die da machen. Auch das Ganze, die Versorgung, ne? Da kannst du dir aus dem Kühlschrank kannst du dir alles Mögliche an Essen und Trinken und so nehmen und so. Hammermäßig cool. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich da dieses Jahr wieder hin kann. Letztes Jahr musste ich den ganzen Krempel ja selber bezahlen. Das war sauteuer. Und mal gucken, ob ich vielleicht welche sogar mal eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich mir das sonst leisten kann. Ich will da aber unbedingt hin. Das ist das Problem, ja. Weil Oculus sagt jetzt, da gibt es VR und AR, die neuesten Neuigkeiten. Und nun, da ja jetzt die Rift S und Quest draußen ist und Oculus ja gesagt hat, ja, das ist jetzt die erste Generation, ist jetzt abgeschlossen. Jetzt gibt es ja nur noch das Project Half Dome. Ne, wir wissen ja, das ist noch was, was Facebook und Oculus in der Hinterhand haben. Und wenn wir Glück haben, gibt es dazu irgendwas. Ich hoffe es sehr. Ich versuche alles dort zu sein, aber ich kann es euch natürlich nicht versprechen. Wenn ich da nicht sein kann, dann werde ich natürlich trotzdem davon berichten, wenn es da irgendwas Neues gibt. Ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit darüber berichtet und das ist auch, was wir halt brauchen. Von Respawn Entertainment wird es auch auf der OC6, auf der Oculus Connect 6, wird es News zu dem neuen Spiel geben, zu dem AAA-Spiel von Respawn Entertainment. Und das wird ein First-Person-Shooter sehr wahrscheinlich, was ja schon mal nicht schlecht ist, weil wir wissen, dass dieses Studio auch ziemlich geile Sachen gemacht hat, ne? Call of Duty, Modern Warfare, dann haben wir Titanfall, Apex Legends und die machen jetzt auch Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall kein Titanfall VR, das ist das Einzige, was wir wissen. Und ich bin gespannt. Also ich denke mal, das wird was Vernünftiges. Ich hoffe, das wird wirklich so ein richtig großer Shooter, sowas wie Half-Life einfach mal, ne? Dass wir zwar rumballern, aber dass wir auch eine Story haben, uns durch verschiedene Areale bewegen und dann auch mal wirklich 20, 30 Stunden Gameplay haben. Das hoffe ich davon und auch aus diesem Grund will ich natürlich auf der Oculus Connect 6 sein.
So nach und nach mehren sich die Ankündigungen, dass verschiedene Entwickler ihre Spiele mit Index-Controller-Support versehen. Jetzt zum Beispiel sogar Google mit Tiltbrush, habe ich euch schon mal vorgestellt. Und wir können uns das hier mal reinziehen. Also wir sehen hier, wir haben den Index-Controller hier und können dann hier so auch greifen und das alles dann hin und her und so. Und das ist natürlich cool. Hatte ich euch ja schon gesagt, solange die Spiele Index-Controller-Support haben, wird das affengeil mit den Index-Controllern. Haben sie es aber nicht, wird es scheiße. Und das ist immer noch meine Angst, ne, dass nicht genug Spiele die Controller unterstützen. Auf der anderen Seite können wir immer noch unsere alten Vive-Controller nutzen. Ne? Das ist zur Not, kann man darauf immer zurückschwenken. Und ja, mehr zur Index gibt es dann gleich. Ich hoffe natürlich, dass mehr und mehr Entwickler das supporten. Ja, da Harry Potter Wizards Unite schon überall raus ist, außer gefühlt in Deutschland oder beziehungsweise in Europa, gibt es natürlich schon überall Reviews dazu. Und die sind tatsächlich leider nicht so positiv. Viele sagen, es ist einfach ein geklontes Pokémon Go, was ich natürlich sehr, sehr schade finde. Diese ganzen Lokationen, also wenn ihr Pokémon Go kennt, wir gehen ja in echt, also durch die Stadt gehen wir ja durch und finden da spezielle so Trainingsstationen, wo wir dann wirklich an diesen Punkt hin müssen und dann eine Aufgabe erledigen müssen. Und diese Punkte sind 1:1 geklont mit Harry Potter Wizards Unite. Also die haben sich ja nicht viel Mühe gemacht und irgendwas neues Netz aufgebaut oder so. Das ist aber erstmal nicht so schlimm, aber dann dieses ganze Kreaturen einfangen, das scheint auch relativ gleich zu sein. Bei Pokémon muss halt einen Ball werfen und da musst du halt was auf dem Bildschirm zeichnen. Und die Grafik soll sehr die Atmosphäre killen. Wenn wir jetzt hier mal den Hagrid anschauen, der sieht schon wirklich scheiße aus. Ne? Das muss man schon sagen. Ne? Also Harry Potter kennt man ja normal nicht als Comic, sondern mit echten Menschen. Und dann so abgespeckte Grafiken zu sehen, ist natürlich ja ein bisschen schade. Aber wir werden natürlich mal schauen, wie kann man das hier wieder zumachen. Gar nicht. Wie kann man das gar nicht zumachen? Ist auch egal. Es ist schade, aber ich will mir selber ein Bild davon machen natürlich. Ne? Das ist immerhin das mit Abstand meist erwartetste Augmented Reality Spiel. Und deswegen werde ich natürlich dann mal auch rausgehen und das für euch mal zeigen, wie das ist. Vielleicht macht es ja doch Spaß. Immerhin kann man, wenn man rumläuft, so Sachen aufsammeln und Getränke brauen und so. Ein ganz großer Nachteil ist aber, dass man, ja, das ist schon ziemlich auf Pay to Win, so wie ich das verstanden habe. Weil man hat nämlich Energie und die geht leer, wenn man irgendwie Kreaturen einfängt oder kämpft oder so. Und wenn die leer ist, muss man entweder durch die ganze Stadt laufen und so kleine Orbs einsammeln oder du zahlst dafür mit echtem Geld, dass die Leiste wieder voll ist. Und das ist natürlich wieder Kacke. Also mir wäre es tatsächlich irgendwie lieber gewesen, wenn da Werbung drin wäre und dass es kein Pay-to-Win ist. Ne? Dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, mit echtem Geld irgendwas Sinnvolles dazu zu kaufen. Das hasse ich ja wie die Pest. Ne? Oder meinetwegen hätte das Spiel auch 10 Euro kosten können, ne? Oder sowas. Aber nicht sowas. Das mag ich halt einfach nicht. Naja. Schauen wir mal, ich werde es ausprobieren, wenn es in Deutschland rauskommt, beziehungsweise in Europa, und dann schauen wir uns das mal an. Ja, Thema Vive Cosmos. Da gab es ziemlich viel Durcheinander diese Woche. Also als erstes mal haben Leute erwartet, dass es die Spezifikationen von dem Ding gibt. Das ist leider nicht der Fall. Wir wissen nach wie vor nicht viel über dieses Teil, aber wenn ihr jetzt mal schaut, also das Ding hat ja, wir haben das jetzt vorgestellt, wir haben jetzt 6 Kameras anstatt 4, ich hatte das ja auf der CES in Las Vegas gesehen, das Ding, da hatte es noch 4 Kameras, jetzt hat es 6. Allerdings, wenn wir uns das hier mal angucken, diese Frontplatte lässt sich runternehmen und hier sind die 2 Kameras drin, die haben gar keine Verbindung hierzu. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Da sieht man keine Leitung oder Kabel oder sonst irgendwas. Man würde fast meinen, diese beiden Kameras sind fake. Aber das glaube ich natürlich nicht. Da denke ich mal, dass das irgendwie verbunden ist. Ich hoffe, dass es auch gut funktioniert. Also das ist das einzigst Neue, was wir jetzt quasi wissen, dass diese VR-Brille halt quasi 6 Kameras hat und dass man sie so nach oben klappen kann. Ne?
dass sie halt dann bequemer ist. Oder dass du halt an der Seite vorne rausgucken kannst und so. Ne? Dieser Halo Ring, den kennen wir ja schon. Ja, das ist jetzt das einzigste Neue. Nächste Woche soll es endlich die technischen Daten geben. Dann gab es Gerüchte über den Preis. Unser Sebastian von MRTV, der hat Industry Insider Information, hat er gesagt. Und laut diesen kostet das Ding $900. So, das war die Aussage, aber HTC hat das sofort widerlegt, nach den Gesprächen mit Road to VR, mit HTC. Und die haben gesagt, diese Informationen sind falsch, das Ding kostet weniger. So, wahrscheinlich sind es dann 899 oder 899. Nee, Spaß beiseite. Also wir können wirklich hoffen, dass das Ding doch günstiger ist. Ich hoffe, dass es nicht mehr als $600 kostet, weil sonst wird es, glaube ich, kritisch. Es könnte kritisch werden, weil die Leute würden dann wahrscheinlich eher die Rift S nehmen. 600 wäre schon grenzwertig. Eine Kamera damit zu rechtfertigen, dass sie besser ist als die Rift S mit einem Aufpreis von 150 €, weiß ich nicht. Da müsste natürlich noch was Besseres kommen. Aber wir kennen das ja noch, das haben wir ja auf der Seite von mix.de, das Qualcomm-Referenzdesign, das hatte ich auch für euch auf der CES getestet und das hat zwei LC-Displays mit 2160x2160 pro Auge. Das wäre natürlich durchaus eine hohe Auflösung. Ne? Das könnte dann vielleicht nochmal den Preis rechtfertigen, denn wenn es nur $600 kosten wird. Wenn das Ding jetzt wirklich 800 bis $900 kostet, dann hat sich das eigentlich meiner Meinung nach schon wieder erledigt. Es sei denn, da kommt noch der absolute Knaller. Ne? Auf jeden Fall, der Preis von $900 scheint nicht zu stimmen, laut HTC. Hoffen wir mal. Wenn das jetzt wirklich, ohne Scheiß, wenn jetzt das Ding 899 kostet, dann habe ich die Schnauze voll von HTC. Also dann platze ich. Ne? Wenn sie jetzt wegen einem Dollar sagen, das Ding ist günstiger. Also dann habe ich die Hoffnung in HTC komplett verloren. Also ich hoffe mal, dass es dann durchaus nochmal ein Stück günstiger. Wir werden es sehen. Ich werde euch natürlich darüber berichten, wenn da nächste Woche die Details zu feststehen. Und dann schauen wir mal. Ein richtig cooles kleines Spiel von Fast Travel Games kommt raus. Und zwar The Curious Tale of the Stolen Pet. Das ist so eine schöne VR-Kurzgeschichte. Und wenn ihr euch die mal anschaut, das sieht wirklich knuffig aus. Ne? Wir sind vor so einer riesigen Welt dann irgendwie, die können wir so drehen und da passieren so coole Sachen. Also das ist etwas, was zwar auch natürlich wieder kein AAA-Game ist, aber was richtig gut in VR kommt, was du schönen Leuten zeigen kannst, die VR noch nie erlebt haben. Ne? Das soll dieses Jahr rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Fast Travel Games sind bekannt für coole Spiele. Und ja, das werde ich euch dann natürlich zeigen, wenn es verfügbar ist. Defector, wir schauen uns mal den Trailer an. The captain has turned on the fasten seatbelt sign. Please remain seated, get ready for takeoff and enjoy the flight. An operative must first be skilled in the art of deception. Once mastered, this ability can be used to harvest intel and build trust with suspects. An operative must learn to rely on their team. Helping each other may be the only way out of a hostile situation. And remember, there's always another way. Defector. Ist das verrückt oder ist das verrückt? Am 11. Juli kommt das raus. Sieht echt aus wie ein krasser Actionkracher und auch mit ein bisschen Story und so. Und was ich geil fand, ist die Gegner so nehmen und volles Rohr gegen die Wand hauen. Könnte interessant werden.
Ist allerdings Oculus exklusiv, Leute. Ne? Da müssen wir uns im Klaren drüber sein, was zum Beispiel auch bedeutet, dass es natürlich keinen Index-Controller-Support kriegt. Da müsste man natürlich gucken, wie man das irgendwie damit zockt. Mit Revive dann. Aber das könnte cool werden. 11. Juli, Defector. Ja, und natürlich das Nonplusultra-Thema Valve Index. Die Leute drehen offensichtlich durch, überall schicken sie schon Bilder von irgendwelchen Leuten, die das schon Tracking-Nummer haben und weiß der Geier, irgendwelche neuen Nachrichten im Bestellvorgang und so weiter. Völlig verrückt, aber ich mag ja so einen Hype, ne? Das ist ja lustig. Das kann nur gut sein eigentlich, dass die Leute sich drauf freuen und so. Natürlich nur, wenn das Ding gut ist. Aber ich kann euch schon sagen, nach dem, was ich ausprobiert habe, das Ding ist schon mal nicht scheiße, ne? Wenn ich jetzt bei mir reingucke in den Bestellvorgang, da steht bei mir noch Versandstatus, Versand in Kürze, voraussichtliches Lieferdatum 28. Juni 2019. Ne? Also nächsten Freitag werde ich das dann offiziell vielleicht bekommen, wobei ich immer sehr viel Pech habe mit den Paketlieferungen. Und dazu kommt noch, dass es von GLS kommt. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch nie ein GLS-Paket rechtzeitig bekommen habe. Entweder versucht der Fahrer es gar nicht erst, der hinterlässt auch gar keine Nachricht und alles. Also GLS ist bei uns ganz weit unten. Ich kann euch also nicht versprechen, dass es dann kommt. Wahrscheinlich kriege ich es eine Woche später oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist krass und ich bin gespannt. Ihr könnt euch schon mal das hier reinziehen. Also wenn ihr die Index bestellt habt oder so, hier gibt es so einen sogenannten Fit Guide. Da wird wirklich auf den Punkt genau erklärt, was ihr alles machen müsst, wie ihr das aufsetzt, wie ihr das hier zum Beispiel festmacht, so runterziehen, ne? Und hinten den Knopf drehen und alles. Und dann oben kommt ja auch noch dieser Strap. Das ist schon echt cool, wie man es wieder runternimmt, auch wie man die Index-Controller anzieht, ne, das ist auch sehr interessant, da können wir mal gucken. Also wir haben unten so eine Schlaufe und natürlich noch die Schlaufe, wo das hier am Handrücken festgemacht wird, dann zieht ihr das dann runter. Und interessant ist auch, da wundern sich ja manche Leute, wenn du den einen schon anhast, wie zieht man denn den anderen an? Auch das zeigen sie, da hältst du mit Daumen und Zeigefinger dann halt, oder weiß der Geier was für ein Finger, das zusammen und dann ziehst du es mit dem anderen so. Ist schon ganz cool, ne? Ja. Und hier steht auch noch Finger-Tracking-Issues. Also ihr müsst eure Finger dann natürlich auf diese Hand-Tracking-Fläche legen, damit das Finger-Tracking funktioniert. Und hier auch ganz wichtig, was ich immer sage, Valve hat das jetzt auch selber schon gepostet, Note, not all VR-Content supports Index-Controller-Finger-Tracking. Also nicht jedes Spiel unterstützt das Finger-Tracking. Mit nicht jedes meinen die nicht viele wahrscheinlich, ne? Und das wird ein Problem, definitiv, weil ihr seht, die Index-Controller haben keine Grip-Taste. Wenn das nicht unterstützt wird, haben wir keine Grip-Taste, ne? Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf das Teil, ganz klar, wie alle anderen. Und schauen wir mal, wenn ich das bekomme. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich dann euch dann Tests zu liefern. Ich werde dann Tag und Nacht durcharbeiten natürlich. Und dann schauen wir uns das mal an. Schön wäre natürlich, wenn ich es am Freitag bekomme. Aber geht man nicht davon aus. So viel Glück habe ich leider nie. Also ich schätze mal so vielleicht Montag oder Dienstag oder so, wenn ich Glück habe. Und dann schauen wir mal. Also freut euch auf einen coolen Test und ja, dann schauen wir mal. Und es gibt noch einen kostenlosen Weg, wie ihr mich supporten könnt. Und zwar, es gibt ja diese sogenannten Amazon Affiliate Links. Ne? Die findet ihr unter einigen meiner Videos, wenn es zum Beispiel was zu kaufen gibt. Hier zum Beispiel bei diesem Video findet ihr einen Link amazon.to. Und der geht auf die Seite von der Oculus Quest. Aber Leute, ihr könnt über diesen Link nicht nur die Quest kaufen und mich supporten, sondern alles andere. Ihr nehmt zum Beispiel jetzt einfach diesen Link hier von der Quest, ist scheißegal, ihr klickt da drauf, dann kommt ihr auf die ganz normale Amazon-Seite und hier oben könnt ihr jetzt auch einfach Klopapier eingeben und, hä? Wieso kommt da hin? Achso, warte, weil ich in der falschen Kategorie bin. Ich dachte schon, was hat die Switch mit Klopapier zu tun? So, ihr bestellt zum Beispiel einfach hier dieses Klopapier. Ne? Und weil ihr über den Link auf Amazon reingegangen seid,
kriege ich auch etwas davon, wenn ihr irgendwas auf Amazon kauft. Das wussten die meisten nicht. Also die meisten kaufen ja sowieso bei Amazon, also viele. Und wenn ihr das eh macht, dann denkt vielleicht mal ein bisschen an mich und geht über irgendeinen meiner Affiliate-Links, auch wenn ihr nicht die Quest kauft, irgendwas. Und da könnt ihr mich auch mit supporten. Das wäre richtig geil, wenn ihr da in Zukunft vielleicht ein bisschen dran denkt und mich supporten wollt. Kostet euch keinen Cent extra und mich würde das extrem unterstützen. Das wäre absolut cool. Vielleicht könnt ihr euch ja einfach diesen kleinen Marker hier, hier zum Beispiel diesen Link irgendwo abspeichern im Browser und geht halt über Amazon darüber rein. Das wird mir unglaublich weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Ja, ansonsten halt über Twitch Prime. Das geht auch, da könnt ihr mich auch kostenlos unterstützen. Einmal im Monat könnt ihr das machen. Bald ist es wieder soweit, aber die, die es noch nicht gemacht haben, können das jetzt machen. Amazon Twitch Prime einfach mal eingeben und mich dann auf Twitch abonnieren, findet ihr unter dem Video. Ansonsten danke an meine neuen Patreons, den Björn, den Marc und den Diego. Vielen, vielen Dank. Das ist natürlich das Geilste überhaupt, wenn ihr mich über Patreon unterstützt. Damit ich das auch weitermachen kann, weil ihr merkt ja, das wird ein bisschen zu teuer im Moment. Es ist grenzwertig, was ich im Moment kaufen muss. Dann kommt mein Studio noch, das ich jetzt aufrüsten muss. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. Ich hoffe es. Und je mehr ihr mich supportet, umso wahrscheinlicher wird das dann natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.